Du hast dein Leben für meins riskiert. Der Fluch. Berichtet mir, was ihr darüber wisst. Er hat viele getötet. Ich wollte seinen Schrein beim Hof reinigen, doch Banditen entführten mich. Sie glauben, Aton handle auf mein Geheiß. Du huldigst dem Ketzer? Echnaton. Wir bieten unsere Frömmigkeit, Lieder und Rituale, und er verschont uns. Möchtest du zusehen? Doch beim Hof verwesen Tiere, die wir verbrennen müssen. Ich werde zum Hof kommen. Dafür werdet ihr mir sagen, was ihr über den Pharao wisst. Ja, ja. Wir müssen unser nächtliches Ritual fortsetzen. Komme zum südlichen Hof, wenn die Sonne untergeht und die Unreinheit beseitigt ist. Der verfluchte Hof. Wo ist denn der verfluchte Hof? Ach, hier, da. Okay, dann bereinigen wir erstmal das. Ich glaube, ich gehe dann trotzdem erstmal hierher. Nach Luxor, also nachdem wir den Hof besucht haben. Was denn, was denn? Tut ihr hier meine schönen Löwen? Na. Ja, ran hier. Und da brenne ich. Und sterbe. Ja, natürlich. Ist klar. Ist klar. Wenn das Relikt aus einem Grab gestohlen wurde, muss hier jemand den Dieb kennen. Warum muss ich auch so in... in das Feuer rein? Stirb endlich! Probieren wir es nochmal. Ist das hier auch die gleiche Stelle oder ist das schon wieder eine andere? Zeig mal her. Ne, ist die gleiche Stelle. Ich bin nur auf der anderen Seite gespawnt. Stirb, du Sau! Letzte Worte für die trauernde Witwe, toter Mann! Für dein nächstes Leben! Und? Rennt hier noch was? Alles schon abgebrannt? Gut. Ey. Gute Nachrichten! Ich löse deine Probleme im Handumdrehen! Scheiße! Böser Vogel! Böser Vogel. Bist du? So ein böser Vogel. Hey. Boah. So ein schönes Tier. Gehst du weg oder kommst du wieder? Nee, du bist abgehauen. Sehr gut. Na, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schild Stufe 55. Qualität höher als mein aktuelles Schild. Und ein Fähigkeitenpunkt. Das ist nicht schlecht. Boah, es geht auch. Cool. So, da sind wir jetzt hier. Und jetzt gehen wir mal zu dem Hof. Pferdchen. Gucken wir mal, was da von Fluch wieder auf uns wartet. Nee, ich tu dir nix. Muss mir hier mal den Hof angucken, komm. Oh, da waren leckere Früchte an dem Bäumchen. Der verfluchte Hof. Okay. Verbrenne die Kadaver auf dem verfluchten Hof. Und wie verbrenne ich die?
Da. Okay. Diese Tiere werden das Land jedenfalls nicht länger beschmutzen. Waren doch auch noch Schätze, ja, hier. Hallo, ist denn dein? Noch nicht. Komm mal das auf. Oh, schön. Na, nimm schon wieder her die Fackel, da. Wo gibt's noch einen Punkt? Da unten. Kadaver. Oder ist das schon der... Ne, hier ist noch einer. Okay. Oh, da ist gleich der Schatten. Oder kommt er hier? Wer gehört mir? Hat das Ziel in Sicht? Achtung! Na? Ja, der ist ordentlich dabei. Ja. Mist. Der Arme hat den Verstand verloren. 36 Faden nur, das ist nicht viel. Soll. Aufladen, komm. Oh, jetzt hat er mich. Nicht. Ja, der Schlag war gut. Oh, jetzt hat er mich wieder erwischt. Mist, weg. Lässt mich nicht. Ach doch, warte. Oh, keine Munition mehr. Ich war zu langsam. Hey, was? Ich war zu langsam. Okay, da scheint noch einer zu sein, ja. Nicht! Ah. Der Priester sagte nach Sonnenuntergang. Sie werden sicher ihr nächtliches Ritual vorbereiten. Nicht sterben, bitte nicht. Oh, Glück gehabt. Triff dich bei Nacht mit Jehudi. Zeig nochmal her das Quest. Ach, das ist immer noch das gleiche. Wo ist denn der Jehudi? Ach, der ist jetzt hier oben. Bei Nacht. Da müssen wir wahrscheinlich einmal meditieren, wa? Also dann. Jehudi. Haben wir hier noch eigentlich was zu holen? Ne. Ja, die Waffe kannst du mal weg. Oh, jetzt habe ich mich angezündet. Und mein Pferdchen. Ah, aber das ist schon wieder gut. So, meditieren ging wie? Schon wieder vergessen, ne? Mit Y, glaube ich. Oder ist jetzt schon Nacht? Komm nach Sonnenuntergang hierher zurück. Dann wirst du verstehen. Na klar. Da müssen wir ja erstmal ein bisschen plündern. Das hilft alles nichts. Oh, was denn? Ah, Pfeile, ja. Seile sind wichtig.
zu meditieren. Ging, ich glaube, Dings gedrückt halten, oder? Ja. Genau so. Ah, sieht schon gut aus. Hat der Schatten sich schon wieder erhoben? So, wo bist du denn, Chihuti? Hallo? Chihuti? Da. Na, sag an. Es ist getan. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren, um die Menschen, die im Ackerland wohnen, zu schützen. Bitte, Bajek, sei Gast bei unserem Ritual, wenn wir den Pharao Echnaton besänftigen. Du hast mich und die Meinen beschützt. Komm, nimm an unserer Zeremonie teil. Na, zeig mal her. Alles ist vorbereitet. Adon steigt auf. Sonst würde es Chihuti nicht erlauben. Ehrst du ihn, indem du heiliges Kieselglas sammelst? Lege es in die Hände des wahren Königs. Dann erfährst du die Stärke unserer Hymnen für den einzigen Gott. Du steigst auf, perfekt und einzig, am Horizont des Himmels. Der Gott, der alles Leben erschaffen hat. Du Gott ohne Gleichen, deine Form, der lebende Aton, aufgegangen und funkelnd in nah und fern. Herr der zwei Länder, Sohn des Re, der, dessen Leben Ma'at ist, deine Stärke lebt in diesen Opfergaben, karg, aber ungebrochen. Er gewährt ihm die große Ehre, den heiligen Quarz ja, auf der Statue des Atons mal hin. Zu platzieren. Ja, das habe ich doch schon hingelegt. Na gut. Solange sie stehen, ganz und makellos, wird er in dem Aton leben. Bitte, Bajek, entzündest du den Aton? Naja, ich kann es versuchen. Du bist unser Verlangen. Es gibt niemanden sonst, der dich kennt. Unsere Augen schauen deine Perfektion. Und zündest du es an? Erleuchte! Der einzige Gott bescheint uns mit seinen Strahlen. Umfasse ihn in deinen Strahlen. Du lebst für immer. Alles Leben stammt aus deiner Hand. Wenn du aufsteigst, leben sie. Gehst du unter, sterben sie. Prachtvoll steigst du auf, o lebendiger Aton, Herr der Ewigkeit. Was für ein Ritual. Und ja. Ich erzähle dir alles über Echnaton. Ja, bitte. Sind dir Schuppen von den Augen gefallen? Ihr glaubt wirklich, Pharao Echnaton wäre der Sohn des Aton? Ich glaube, dass seine Macht furchterregend ist. Dafür, dass wir in Ehren behalten, wir unsere Leben, kannst du über die, die Amun anbeten, dasselbe sagen. Ach, dieser Kult ist Häresie. In welchen Texten wird Echnaton erwähnt? Nur einem. Im Archiv von Theben. Aber dieser Gauner Tychon hat die Bibliothek für alle außer die Seinen gesperrt. Ich finde einen Weg hinein. Such im Archiv nach einer Statue, die auf verfallene Schriftrollen zeigt. Eine spricht von Aton und einem längst verschollenen Tempel. Du denkst, wir beten etwas Abscheuliches an, dass ich mein Volk verdamme. Wie kann ich über euren Weg richten, wenn meiner mit Leichen gepflastert ist? Ich hoffe, du findest, was du suchst, Freund. Wenn ich Echnatons Tempel finde, komme ich dem Relikt näher und dem, der es hat. Erreiche das Archiv von Theben. Oh, das liegt da ja auf meinem Weg. Das trifft sich gut. Also gehen wir hierher. Und dann versuchen wir mal das Archiv von Theben zu erreichen. Nachdem wir dort die Festung befriedet haben. Luxor. Oh ja, hier sieht's gut aus.
Alles Rinder. Das liegt relativ dicht bei dich hier. Okay, oh, hier sind noch viele Zivilisten. Oh, das ist eine. Oh. Finde und rette Besa, den Traumdeuter. Zeig mal her. Wegen des Fluchs suchen immer mehr Menschen. Ach so, das war der Traumdeuter. Ach so, ja. Das ist hier irgendwo. Das, hä? Hm. Doch. Ach so, dass in der Kaserne Luxor gebracht wurde. Okay, das ist gleich hier. Na, dann gehen wir mal erstmal den Geheimeingang. Oder den Seiteneingang. Ja, sehr schön. Eure Dämonen verfolgen euch, ob ihr wach seid oder schlaft. Ihr habt diesen Fluch über uns gebracht. Wer schreit denn hier so? Sind hier alles nur Pfeile? Pfeile, 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 Pfeile. Kann ich hier den Zenu... Oh, ich kann den hier auch rufen. Oh, hier ist echt viel Betrieb. Die Gefangenen sind hier unten. Da ist der Gefangene. Und ich bin... Tja, wo bin ich? Irgendwo hier. Ist das jetzt der... Das ist der Eingang, wo ich... Ja. Das ist der Ausgang-Eingang, wo ich reingekommen bin. Also hier hoch. Naja. Hey, was? Mal gucken, ob die gleich für mich kämpft. Ich töte dich! Ja, das machst du bestimmt. Du kannst nicht fliehen! Wer will denn fliehen? Ach, die sind ja vergiftet. Ah, die Pfeile waren ja vergiftet, stimmt. Immer schön den Schätzen nach. Hey, was? Ja, hier bin ich. Ich schlitze dich auf! Naja. Weg. Okay, nochmal dem Brand entkommen. Wo ist waren die Schätze hier? Ey, da schießt jemand. Nur wo? Ach, da oben. Hey. Bin in Reichweite! Ja, ich auch. Gehen wir mal nach oben. Na, Junge? Da sind Pfeile wieder. Ich hab hier einen verschossen. Hä? Ich hab doch gerade einen verschossen. Hm. Erstmal die Zivilisten retten. Mal gucken, vielleicht helfen die mir ja. Was? Stirb, du! Zu langsam. Du warst zu langsam, Junge. Du Narr, was denkst du dir dabei? Hey, was? Ihr so seht mich da nicht. Bist du ja. Stirb endlich! Was? Ihr seht mich nicht. Aufschließen, als wenn wir hier irgendwas aufschließen würden. Hey.
So, das sind ja noch mehr. Verzeihung, wenn ich hier einmal so... Wo muss ich denn sterben, Mann? Was, du? Verstehe ich nicht. Na klar, machst du das. So, zeig mal her hier. Schild. Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Na was denn? Wer quengelt denn hier so? Da bist du. Der König. Ah, jetzt hätte ich gerade gedacht. Der schlägt ganz schön zu. Dafür lasse ich dich leiden. Und tschüss, komm. Was ist denn? Du willst wohl nicht raus, Junge? Den muss man wohl ans Händchen nehmen. Na, dann tun wir das mal. Halt, hier sind noch welche. Zivilisten befreit, er hat. Hat Miane dich geschickt? Sie träumte, du hättest Probleme. Es ist schlimmer, als sie ahnt. Eskortieren. Welche Richtung gehen wir denn mal raus? Hier können wir nicht reden. Ach, hier ist der Geheimausgang. Wo ging der lang? Nee, ich gehe genau falsch, aber egal. Pisa! Was ist los? Ich wusste, dass du kommst. Als ich im Fieber lag, träumte ich von einem Adler, der über meinem Käfig rief. Es war dreist von den Soldaten, dich zu verhaften. Ihre Träume peinigen sie wie Skorpionstiche. Aber ich sorge mich mehr um Miane. Ihr Bruder Tapdi stahl meine heiligen Traumschriftrollen. Warum sollte er das tun? Ich weiß nicht. Doch letzte Nacht träumte ich, wie er Kornähren verspeist und mit wilden Hunden den Dreck durchwühlte. Ein schlechtes Omen. Wo hat er die Schriftrollen hingebracht? Er und Miane sind auf einem Hof östlich von Theben aufgewachsen. Als ich sie als Lehrling aufnahm, zog er sich in den Keller unter dem Haus zurück. Geh zu Miane. Ich finde ihren Bruder und deine Schriften. Mianes Bruder hat einiges zu beantworten. Der Bauernhof. Da in der Nähe war ja das andere Quest auch, ne? Aber wir sind ja noch nicht fertig. Komm. Was? Erst nochmal die Schätze an. Ja, wo sind die Schätze? Ich sehe sie nicht. Egal. Ach so, zwei Schätze haben wir schon. Ah, da hinten scheint was zu sein. Bericht aus der Hatschepsut-Garnison. Wir haben eine beträchtliche Menge Gold aus den Gräbern geborgen, aber ich vermute, dass es im südlichen Teil des Tals der Könige noch weitere Mastabas gibt, die bisher nicht entdeckt wurden. Ist hier sonst noch was? Pfeile? Habe ich ein paar verschossen? Ne. Habe ich keine verschossen? Pfeile. Ein kleiner Schatz. Ja, das Schwert ist schon ganz gut. Ich schlitze ich auf. Na, ist ja wieder gut.
Na, wo bist du? Hab ich dich verfehlt? Was ist denn da los? Oh. Wieder so ein Meuchelmörder. Hey. Boah. Jetzt wird's aber verrückt hier. Ich hab freie Schussbahn! Na, was denn das denn los? Der Ge- Mann, ich muss mal wieder die Waffe wechseln hier. Es geht so nicht weiter. Ja. Genau so geht das. Hey, was? Hab dich! Ich bring dich um! Alle haben sie mich. Hey. Jetzt reicht's aber. Ich töte dich! Ja, ich weiß. Naja, oh, immer noch jemand hier. Tschack. Wo sind die ganzen Schätze? Meine Schätze. Nummer 3. Ein Jagdbogen. Hey. Was? Du kannst nicht fliehen. Und drauf, Junge. Mach's gut. Hey. Na, zeig schon. Was? Da braucht jemand eine finale Abreibung. Die finale Abreibung. Oh, auf der anderen Seite. Ja, drüber klettern ist eine Option. Da springt er wieder überall ruf. Boah, jetzt ist aber hier viel. J. Falkenanhänger von Reharachte. Gold, Karneol, Chalcedon und buntes Glas. KW-Juwelen von Prinzessin Citator Junet. F-Kamm aus Elfenbein dekoriert mit Reihen von wilden Tieren. H-Goldohrringe mit Stierkopf. Andere Gegenstände, für die ich Käufer finden muss. Ring, Horusaugen, Besamulett, Skarabäus von Amen Pacheret. Bronzefigur einer Katze. Na, siehst du mal. Die vielen Schätze. Ach, alles Pfeile. Gut, nimmer. Pfeile. Wo? Das ploppt hier wie verrückt auf, aber es scheinen alles nur Pfeile zu sein. Ist jetzt hier noch? Ein Schatz ist noch. Ah, unten. In der Tiefe. Oh, die Schatzkammer. Aua. Das viele Gold tut weh. Tuyas Gegenstand. Ne, Questgegenstand ist das. Oh, hier ist die Schatzkammer. Gold, alles meins. Und hier ist der Schatz. Na, nimm. Hallo? Ein Kohlenstoffkristall. Ja, ist es nicht die Freude? Komm schon. Ja,
so viel Gold. Was haben wir denn hier? Überwacher des Wiegens, Beschützer des Totenreichs. Na, wenn's weiter nichts ist. Na? Hallo? Ja, bist du denn narrisch? Aber wo war denn der Rest hier noch? Oh, da oben ist so viel. Haben wir jetzt alles erledigt hier, ne? Würde ich sagen. Kann man erstmal wieder ein bisschen raus hier. Pfeile haben wir bestimmt auch aufgefüllt. Gut. So. Atons Aufstieg war ja auch hier gleich. Okay, erreiche den Bauernhof. Was gehen wir hier rüber?